Ari sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 24. Februar 2022. Ja, mal wieder zur Realität nach Maspalomas Meloneras und ihr seht, was hier los ist. Einige gehen, aber die meisten kommen vom Strand. Auch die Zubringerbusse sind wieder unterwegs, so wie in alten Zeiten. Ja, und auf der Charka hier, da tummeln sich die Möwen jetzt hier, sehe ich gerade. Ja, die Informationen, die jetzt wichtig sind für die Menschen hier. Wie geht es weiter mit den Stufen auf Gran Canaria bzw. mit den Regeln? Hier sehe ich gerade ein Kamerateam aufgebaut. Keine Ahnung, um was es hier geht. Die haben sich auf jeden Fall jetzt erstmal ein Eis geholt. So, ich glaube, die beobachten aber nur hier die Charka, denn hier ist viel Tiere oder viel Vögel zu beobachten. Ja, und hier stehen wieder viele Fahrräder, also die Menschen sind doch unterwegs, nicht nur zu Fuß mit den Bussen, nein, auch hier mit den Fahrrädern. Ja, und ihr seht selber, was hier los ist. Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Es ist nach 16 Uhr und hier ist richtig Betrieb. Hier ist richtig viel los. Aber man muss ja dazu sagen, heute ist auch ausgesprochen gutes Badewetter. Viel Sonne, kein Wind. Ja, die Leute lassen sich's gut gehen. Hier überall an den kleinen Strandbars, viel Betrieb hier außen. So, hier wird auch ein bisschen renoviert, hier die Theke, der Tresen. Der ganze Liegebereich hier wird gestrichen und aufgehübscht. Ja, aber wie man sieht, die baden da nur ein bisschen da vorne, die gehen nicht weiter raus. Es sind auch ein paar Wassersportler unterwegs. So, und einen Blick hier können wir riskieren. Auf das Hotel, in den Garten. Gut besucht, die liegen heute hier. So, und das ist die Realität. So sieht es hier aus. Wer von euch vielleicht noch nicht sicher ist, ob er kommen möchte, hier kann er sich selber ein Urteil bilden. Ja, und wer möchte, der kann dann morgen auch gerne wieder dazukommen. Hier hinter mir der Faro, der Leuchtturm, der Steg um 16 Uhr. Kann man ein bisschen reden mit der Kamera oder ohne Kamera, wie ihr möchtet. Und da gibt es dann auch die Bilder von Victor zu sehen und zu kaufen, wer ein schönes Andenken mitnehmen möchte und damit den kanarischen Maler hier unterstützen möchte, kann das gerne tun. So, mal der Blick hier nochmal ein bisschen mit dem Zoom. Und die Zahlen für die kommenden Wochen sind auf jeden Fall sehr gut, die Belegungszahlen. Wer Nachrichten sehen oder lesen möchte, der geht bitte auf die Beschreibung, auf mehr Anzeigen, dann anklicken und dann kann man da die ganzen Nachrichten lesen. Wenn man den Quellenlink geöffnet hat, die neuesten Nachrichten stehen dann auch immer oben. Sei es jetzt über die Corona-Lage oder über Nachrichten, die Inseln und die Touristen betreffen. So, ich gehe noch mal ein bisschen weiter hier.
So, hier der Blick mal auf die andere Seite Richtung Meloneras Hotel, Costa Meloneras und unseren Leuchtturm hier. So, hier geht es dann ein bisschen windiger zu. So, und hier auch so eine schöne Stelle, wo man gut mal ein bisschen verschnaufen kann. Man kann sich hier schön hinsetzen, beziehungsweise hier unten an den Steinen auch ein bisschen laufen. Und ganz einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen. So, und wie immer hier die gepflegte Atmosphäre gegenüber vom Costa Meloneras, hier die Lokalität Café del Mar, da vorne Maximilians und Café de Paris, wie immer gut besucht, und hier deckt man auch schon wieder für den Abend ein. So, hier ist ein bisschen mehr Wind jetzt wie vorhin an der Charca oder wie in Maspalomas. Aber ist noch kein Problem. So, und wie sieht es eigentlich hier aus mit dem Warenlager, mit der Baustelle bzw. dem Materiallager? Also aufgeräumt ist, die Fläche ist noch nicht wiederhergestellt. Aber der grobe Unrat ist weg, obwohl man im Costa da noch Baustelle sieht. So, nochmal hier zum Wasser, und dann geht es auch wieder in die andere Richtung. So, das Thermometer hier zeigt 23 Grad an. Vorhin habe ich eins gesehen mit 25, und das ist wohl auch 24 so die Temperatur jetzt im Moment. So, zurück geht es jetzt hier wieder am Boulevard auf der Straße entlang, und zwar Richtung Hotel Baobab. Ja, wie immer hier die Parkplätze alle belegt. Und wir machen unsere kleine Ehrenrunde wieder hier. Fahren schnell mal Richtung Via del, Entschuldigung. Zum Hotel Costa Meloneras. So, einige warten mit ihren Koffern, dass sie abgeholt werden, und einige kommen an.
Ja, die Lage auf dem Automarkt, Leihautos, Leihwegen hat sich etwas entspannt, sind immer noch nicht so günstig wie vor der Pandemie. Aber die Preise haben schon etwas nachgelassen. Vielleicht hat ja jemand mal ein Beispiel, das er dann in den Kommentaren schreiben kann. An dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Teilen der Videos, fürs Weiterleiten, fürs Kommentieren und Beantwortung der Kommentare, denn viele wissen ja sehr gut Bescheid und antworten dann auch aus eigener Erfahrung. So, und jetzt geht's auch wieder hier vorbei am Rio Oasis und dann Richtung Charca. Hier kommt wieder unser Musiker mit seinem Kompressor, der dann ja die elektronische Musik unten am Strand macht, beziehungsweise am Leuchtturm, nicht am Strand. So, mit diesen Bildern möchte ich mich dann verabschieden und sage dann bis morgen zum aktuellen Wetter. Oder muss mal überlegen, ich habe noch ein Video von Bahia Feliz vorbereitet. Ja, und das ist auf jeden Fall auch immer eine Reise wert. Wer noch nie da war, sollte sich das mal anschauen. Das ist so ein halber Tag, den man da gut verbringen kann. So, mit diesen Eindrücken hier verabschiede ich mich und sage hasta luego, macht's gut, bis bald, bleibt gesund.